Nee, Allmann-Memes, darauf habe ich jetzt noch Bock. Heute ist wieder soweit. Jawohl, heute kommen wieder Allmann-Memes. Ich habe mir Luca deutsche Memes zukommen lassen. Das heißt, ich schaue mir gleich hier deutsche Videos an und im Optimalfall... Bleibt keiner liegen. Bleibt keiner liegen. Boom! Auch. Und im Optimalfall lache ich nicht. Dasselbe gilt auch für euch daheim. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Video. Let's go. Nicht alle, die so viele Amokläufer rumlaufen, ne? Also für meinen Sohn, bei mir gibt's das nicht. Der soll Hallo, also Mario spielen, was weiß ich, Sonic, aber nicht sowas. Call of Duty oder sowas. Ja. Call in the Daddy! Für immer. Ganz kurz noch an alle Mütter da draußen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Mütter mir zuschauen. Was? Egal. Wie viele Mütter sind bei mir beispielsweise jetzt gerade im Chat? Ich muss aufpassen, was ich sage. Welcher Ego-Shooter euer Kind spielen sollte? Nichts. Alter, Luca, ich wusste gar nicht, dass du eine Mutter bist. Ist so schlimm wie FIFA. Hey! Meine! Du scheiß Nick! Bruder, ich muss mich übelst festhalten. Das geht hier gerade alles viel zu schnell. Keine Gnade, keine Rücksicht. Wenn eine gerade die X-Achse schneidet, was wisst ihr dann? Ihr wisst dann, dass der Y-Wert 0 ist. Egal welche Funktion ich einzeige. Hey Digga, wenn ich dieses Koordinatensystem sehe, ne? Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin neulich bei Tim angekommen, ne? Und er hat gerade einfach ein Mathe-Gespräch geführt mit einem anderen, okay? Und ich denke mir so, Jungs, es ist ja alles auch logisch und so, ne? Aber ich habe es einfach trotzdem nie verstanden. Und ich denke so, wie könnt ihr euch über Mathe unterhalten? Ja, genau, in dem Moment dachte ich mir, yep. Ich dachte mir, yep, 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 yep. Und jetzt braucht ihr nicht so tun im Chat, als wüsstet ihr alle ganz genau, wie das mit dem Koordinatensystem, exponentielle Funktion, bla bla. Natürlich, wir wissen alle, wie eine exponentielle Funktion aussieht. Sinuskurve, Kosinuskurve, Mosinuskurve und so. Wissen wir alle, wie das aussieht. Aber natürlich am Ende des Tages... Ich hab's nie verstanden in der Schule. Also, ich war so schlecht in Mathe, aber... Sagen Sie es nicht! Wie viele... Sag ich. Sagen Sie es nicht! Sag ich! Köftespieß. So, der raus. Was war mit die Lara? Mehmet mit C3SMG, willst du Shisha-Bar, die Lara? Das war doch gerade ASMR Janina in COD, oder? Hey, geh in die Zone, geh in die Zone, geh in die Zone! Und können wir ganz kurz mal festhalten, ne, dass wir alle echt dankbar sind, dass die Köftespieß-Zeiten endlich vorbei sind. Egal wo ich war, Köftespieß, ich konnte nicht mehr. Köftespieß, ich bin ein Köftespieß. Ja, Sascha, bist doch selber schuld daran, dass du so gekommen bist, Digga. Das ist Prinz Markus. Der fährt ihm jetzt vorne rein. Also... Also wirklich, wie kann man denn da reinfahren? Da muss man ja wirklich komplett retarded sein, Digga. Hatte der eine Schwimmbrille auf, Bro? Was ist denn das? Du bist so geil! Du bist so geil einfach. Okay. Was wäre jetzt, wenn jemand sie anfassen würde und ihr seid, sagen wir mal, ihr seid zusammen? Jemand fasst sie an, was würde passieren? Alter, ich war auf meiner Mutter, ich hätte den in der Schiffsstation gesteckt. Das kann ich, das ist geil. Aber wer ist denn die, wer ist denn das Mädel, Digga? Verstanden, Digga. In der Schiffsstation, Bruder. Jungs, seid ihr alle bereit? Wer ist denn das Mädel gewesen gerade? Kann mir kurz jemand einmal das Video jemand sagen? Ich kenne doch das Video irgendwo her. Sowas, das müsste sowas heißen, die... Was würdest du machen, wenn... Was würdest du tun, wenn sie... Ja, scheiß drauf, Digga. Ja, nee, ich muss so lassen. Was, ich hab's verstanden, Digga. Intensivstation, Bruder. Jungs, seid ihr alle bereit? Opferfest? Bitte, kleine Spende, bitte. Bitte, kleine Spende. Bitte, bitte. Alter, Five hat man... Übelst schlau gemacht. Übelst schlau gemacht. Jetzt noch ein Papp auf, Papp-Puppe da hinten stellen. Digga, übelst gut gemacht. Wo soll ich da anfangen? Erstmal keine Grüße an Minz Parkus. Ich weiß nicht, ob jemand schon Minz gesagt hat, dass man unter Drogeneinfluss vielleicht nicht fahren sollte. Sascha, Minz Parkus bitte. Danke dir. Und bei Kevin kann ich nur das sagen, was jeder auf der Straße sagt. Kevin, lösch dich. Gerade Drogendealen finde ich sehr, sehr nah.
Hey, warum dachte ich immer, dass er Minz Prakus heißt? Wahrscheinlich Mrarkus. Oh Mann, ey. Egal, einfach raus. Vergessen, rausschneiden. Es interessiert mich nicht. Nice. Wenn dein Weizenglas 140 drückt. Kannst jetzt drücken hoch. Drücken ja. Hoch. Aber Moment mal ganz kurz, wenn man Minz sagt, dann müsste man schon Prakus sagen, weil man hat ja dann das R von dem Prinz hat man ja weggenommen, weil man sagt ja nur Minz, also eigentlich müsste man Minz Prakus sagen, aber Minz Prakus ist irgendwie nicer. Deswegen habe ich, ich bin doch nicht so dumm gewesen, jetzt fällt es mir gerade wieder auf, deswegen habe ich immer Minz Prakus gesagt, weil, nein, nichts, Jepp, es hat nichts mit Jepp gerade zu tun. Das ist einfach nur, ich will euch zeigen, dass in meinem Kopf doch was vor sich geht, was mit Intelligenz zu tun hat. Rücken hoch. Ach. Jetzt gib ihm! Gib ihm! Ja! Krank! Die Mitte ist Max eigentlich, oder? Wer ist Max? Du. Digga, dass Trimax so aussehen kann, ist schon echt auch ein Talent irgendwo. Mach die Augen zu! Du machst jetzt die Augen. Ich schlag gleich meinen Tisch kaputt, ich schwöre es dir. Mach die Augen zu! Mach die Augen auf! Das ist ein Schnitzel. Ich weiß nur, dass du, glaube ich, 3 Wochen oder so in Albanistan warst oder so. Keine Ahnung. Flexion. Albanistan. Flexion. I walk around like gang. Was? Flexion. I walk around like gang. Hey, das check ich nicht. Hab ich nicht verstanden, Digga. Gesundheit. Simon Unge hatte keine Ahnung, was da passiert, aber die 140 vom Weizenglas, muss ich schon sagen, ist wirklich zu wild. Monte? Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls heute der ein oder andere Clip dabei war, wo ihr dachtet, Mashallah, dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Albanistan. Was für 1,7 mal Tobias verstanden habt ihr Fische denn? Erklär so, 1,7 zu. Erklär's doch! Schreib's doch in den Chat! Erklärung! Erklärung! Was war daran? Was war daran die Erklärung? Ja. Ja. Das war jetzt mein Kanal und ich abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruder basteln. Ein Abonnement für mich da lassen. 99% der Leute, die gerade in den Chat 1,7 schreiben, haben es selber nicht verstanden. Also meint ihr damit euch selber? Ach, ihr meint damit euch selber, ihr dann passt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Stellt euch jetzt mal kurz vor, ihr sitzt im Auto und ich komme neben euch angerollt. Überlegt kurz, ob ihr mich ernst nehmen könntet. Was geht ab, Digga? Piss dich, du... Nice, Digga. Ja, bin mittlerweile ein stolzer Fahrradfahrer, muss ich sagen. Und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Anschlusspunkt gefunden. Ihr wisst ja damals, wo ich entspannt gefahren bin mit meinem AMG GT. Es war ein sonniger Tag. Ich habe gedacht, gut, endlich GT Cabrio. Bin ein bisschen rumgefahren. Und wenn ich jetzt nicht aber durchgehend die Japs im Chat lese, dann weiß ich auch nicht. Ich bin also, ich tue einfach so, als würde Jepp bedeuten, dass die Leute mir interessiert zuhören. Also bin ich im Prinzip durch die Stadt gefahren, ja. Bin ein bisschen auch weiter weggefahren nach Karlsruhe, um genauer zu sein. Bin dann da an der Ampel gestanden und ich bin wirklich den gesamten Tag über strich die Geschwindigkeit gefahren, die erlaubt war. Und dann wollte ich einmal ganz kurz ein bisschen treten, okay. Und ich habe mich da halt nicht ausgekannt, getan. Bin dann ab beschleunigt und bin dann tatsächlich, jetzt kann ich es ja endlich mal erzählen. Bin dann tatsächlich mit, ich glaube, 62 zu schnell durch den Blitzer gefahren. Ja. Und 62 zu schnell durch den Blitzer bedeutet einfach mal auf gut Deutsch 3 Monate Führerschein weg, 2 Punkte und ich glaube 600 oder 700 € Bußgeld. Ja. Selber Schuld, natürlich selber Schuld. Warum will ich nicht drüber reden? Das ist, natürlich ist es meine eigene Schuld. Habe aber nie gesagt, dass es die Schuld von jemand anderem war. Ja, also da muss ich sagen, habe ich auf jeden Fall wieder den Vogel abgeschossen. Und ja,
Drei Monate ist ja nicht so viel. Ja, ist schon viel, Digga. Wenn man normalerweise jeden Tag Auto fährt, ist es schon lange Zeit. Nach dem neuen Katalog Hinrichtung hast du Glück gehabt. Der kritische, da gebe ich dir absolut recht, Digga. Was, ne, Moment mal. Was wäre das denn nach dem neuen Katalog gewesen? Ab wann ist MPU? Ab 8 Punkte. Also wenn du 8 Punkte hast, musst du deinen Führerschein abgeben. Mein Kontostand bei minus 700. Knast, ja. Also ich muss sagen, ich glaube, das ist ganz gut für mich. Ich glaube, das ist ganz nice. Ich habe meinen Führerschein natürlich jetzt noch. Das wird jetzt dann, denke ich mal, die nächste Woche oder so, werde ich dann meinen Lappen abgeben. Und ja, ab dem Tag werde ich jeden Tag mit dem Fahrrad hier hinfahren. Ich denke, es wird nice für mich, weil erstens jeden Tag Cardio. Zweitens auch wieder schätzen lernen, mit dem Auto fahren zu können, wenn ich einen Führerschein wieder habe. Einfach auch den Weg zu schätzen, den Weg zu spüren. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach zu sagen, ey, nice, Mann, ich habe die Möglichkeit, überhaupt mit dem Auto zu fahren dann. Und vielleicht auch nicht so leichtsinnig mit den Geschwindigkeiten umgehen. Und ja, endlich ist der Typ aus dem Straßenverkehr. Ganz genau. Penn doch im Büro. Komm. Ja, ne, also ich muss sagen, ich freue mich auf die Fahrradzeit. Fahrradfahren ist echt sehr, sehr geil. Ich hoffe, die werden mich auf dem Fahrrad nicht hochnehmen. Auf einmal, die kontrollieren mich auf dem Bike. Haben sie Drogen genommen. Ich kala, Meth geraucht. Keine Spritkosten. Ja, also auf jeden Fall, hat auf jeden Fall auch gewisse Vorteile, die es mit sich bringt. Und wieso konntest du dir so viel Zeit lassen, bis du ihn abgibst? Ich habe, ehrlich zu sein, habe ich schon damit gerechnet, dass der gar nicht mehr kommt. Deswegen wollte ich nie drüber reden. Ich glaube, das hat fast einen Monat gedauert, bis es da war. Und ja, dann war das alles so ein bisschen ungewiss irgendwie. Und aber ist leider nicht Dingens verjährt. Ich werde auf jeden Fall probieren, mal mit dem Fahrrad durch den Blitzer zu fahren. Also ich will sehen, ob das geht, ob man sich mit dem Fahrrad blitzen lassen kann. Ist ja auf jeden Fall chilliges Instagram-Bild, Digga. Wie willst du das Bild bekommen? Genau. Gute Frage.